Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 67. Folge von Schäuber fragt nach. Angesichts des Inseraten-Korruptionsskandals und der sich darin offenbarenden Methoden des Medienhauses der Gebrüder Fellner habe ich vor 2 Wochen in diesem Podcast gefragt, wo bleibt das "So sind wir nicht" der österreichischen Medien? Ja, darauf warte ich noch immer, währenddessen neue Enthüllungen über ein paar Chefredakteure und Journalisten die Botschaft "So sind wir doch" transportieren. Ausgangspunkt dieser Botschaft sind unter anderem Chats von mittlerweile zurückgetretenen Chefredakteuren der Tageszeitung Die Presse und beim ORF. Diese Enthüllungen haben immerhin personelle Konsequenzen und allgemeine Empörung ausgelöst. Wobei letztere nicht überall. Ebenfalls vor 2 Wochen habe ich über Tag- und Mitlöhner gesprochen, die im heimischen Zudeckungsjournalismus ihre Kurierdienste leisten. Prompt hat sich Rudolf Mitlöhner im Kurier zu Wort gemeldet mit einem Kommentar, der wirkt, als wäre es ihm ein Anliegen, das Phänomen Zudeckungsjournalismus zu veranschaulichen. Er empört sich darin auch über politische Interventionen beim ORF, aber nicht darüber, dass sie grob unzulässig sind, sondern darüber, dass sie nichts bewirken. Zitat Mitlöhner. Im Kern geht es um die Illusion der ÖVP, man könnte der ideologischen Schlagseite des ORF durch einzelne Personen mit ÖVP-Ticket in Spitzenfunktionen wirksam etwas entgegensetzen. Das funktioniert aber nicht einmal, wenn man den Generaldirektor besitzt. Auch ORF-Chefredakteur Matthias Schrom hat diesbezüglich faktisch nichts bewirkt, weswegen ihm ja der Redakteursrat auch bezüglich seiner Amtsführung Rosen gestreut hat. Das heißt also, das eigentliche Problem bei Intervention, Postenschacher und Ämterkorruption ist, dass sie nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht haben. Ungefähr so, wie wenn man Einbrechern erklärt, das eigentliche Problem ist, dass ihr nur Ramsch gefladert habt und die wertvollen Bilder habt hängen lassen. Dass der ORF-Redakteursrat keine inhaltlichen Beschwerden gegen Schrom hatte, wird von Mitlöhner als Beweis für das Versagen des Chefredakteurs gewertet. Kann natürlich auch daran liegen, dass man da beim Kurier seitens der Chefredaktion anderes gewohnt ist. Bei vielen Kommentaren zu den dieser Tage öffentlich bekannt gewordenen politischen Interventionen bei Schrom lässt sich ein Phänomen feststellen, das ich als Bumsti-Verharmlosung bezeichnen möchte. Die Interventionen stammen nämlich vor allem von HC Strache und Norbert Steger, die gemeinsam haben, dass man sie schon lange nicht mehr ernst nimmt. HC gilt vielen als fast schon bedauernswerter politischer Sozialfall mit hohem unfreiwilligen Unterhaltungswert. Und die bizarren Auftritte des blauen Quastenflossers Norbert Steger erinnern nicht nur nüchtern betrachtet an jene von Ursula Stenzel. Dabei sollten wir aber nicht die Tatsache vergessen, dass Strache und Steger ein alles andere als harmloses und auch vollkommen ernst gemeintes Ziel hatten, das Strache im Ibiza-Video so formuliert. Wir wollen eine Wettlandschaft endlich mit der Orban aufbauen. Wir haben da einen sehr, sehr engen freundschaftlichen Zugang mit unserem Bachelor. Der hat dem Orban alle ungarischen Medien der letzten 15 Jahre aufgekauft und für ihn aufbereitet. Besagter Heinrich Pechina hat auch tatsächlich geheime private Treffen zwischen Strache und Orban organisiert. Steger wiederum hat in seiner Funktion als Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats Orban kritischen Berichterstattern des ORF in klassischer Orban-Manier mit dem Rausschmiss gedroht. Dies wirkt ein bisschen so, wie wenn man Gegnern körperlicher Gewalt Prügel androht. Strache und Steger haben also ihre Urbanisierungsagenda mit aller Entschlossenheit gegenüber dem ORF vorangetrieben. Gut, was Stegers spezielles Problem mit Orban kritischer Berichterstattung betrifft, hätte der ORF vielleicht einen Kompromiss anbieten sollen. Man hätte dem Steger sagen können,
Also gut, nehmen wir Viktor Orban doch einmal ohne Filter einer politischen Ideologie wahr, lassen wir das alte Links-Rechts-Schema beiseite und sehen ihn als das, was er ureigentlich ist, nämlich weder Retter des Abendlandes noch Zerstörer der Demokratie, sondern einfacher Krimineller. Korruption, Betrug, Diebstahl und Zusammenarbeit mit international gesuchten Verbrechern, wie vom ungarischen Ministerpräsidenten und seinem Familienclan praktiziert, verdienen eine objektive Berichterstattung, die über konventionelle Korrespondentenberichte hinausgeht. Zu diesem Zweck gibt es eine Wiedereinführung der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Also endlich ein TV-Format, das Orban wirklich gerecht wird. Mit dem Bruch der türkis-blauen Regierung ist das Projekt der Urbanisierung heimischer Medien zumindest ins Stocken geraten. Was unseren Medien dadurch unter anderem erspart blieb, hat uns in der Vorwoche eine Meldung aus Ungarn vor Augen geführt. Die staatliche ungarische Medienholding MTVA will ihre Mitarbeiter mit Hilfe einer neuen Software rigoros überwachen. Dabei wird jeder Mausklick eines Mitarbeiters registriert, jede Webseite, die er öffnet und auch wie lange er sie offen hat. Das heißt, wenn man Orban-kritische Berichterstattung schon nicht ganz verhindern kann, möchte man wenigstens wissen, wer sich die wie lange anschaut. Da kann man dann nicht mehr nur von Message Control sprechen. Das ist tatsächlich ein Schritt Richtung Orwellscher Gedankenpolizei. Dem HC Strache hätte das möglicherweise auch gefallen, weil der denkt sich vielleicht, das ist Epizabides und deshalb so ein Skandal geworden, weil das alle einfach vollkommen unkontrolliert im Internet anklicken konnten. Das ist ungeheuerlich. Absolut originell ist auch, dass Ungarn parallel dazu verzweifelt versucht, seine massiven Rechtsstaatdefizite zu kaschieren, um wieder an die derzeit nicht wie gewohnt fließenden EU-Fördergelder ranzukommen. Dazu werden seitens der ungarischen Regierung diverse Scheinmaßnahmen erdacht. Die skurrilste ist die angekündigte Gründung einer Antikorruptionsbehörde. Das wirkt in Orbans Ungarn wie die Gründung einer Anti-Glücksspielbehörde in Las Vegas. Und natürlich ist jetzt schon zu erkennen, dass es sich um eine reine Schmähparade handelt. Die Mitglieder der Behörde dürfen Verdachtsfälle untersuchen, aber nicht dagegen einschreiten. Sie dürfen versuchen, die in den letzten Jahren gründlichst organisierte Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen zu bewegen. Da wünsche ich jetzt schon viel Glück. Dabei ging es so einfach, wenn man in Ungarn zum Beispiel einmal gegen den enormen Betrug durch die Veruntreuung von EU-Fördergeldern wirklich konzentriert vorgehen möchte. Einfach bei der nächsten Familienfeier des Orban-Clans unangemeldet vorbeischauen. Vielleicht ist ja auch Orbans New Best Friends Wladimir Putin. Dort zumindest was Familienkorruption und persönliche Bereicherung betrifft, dürfte er ja Orbans großes Vorbild sein. Wobei, dass Putin ihn besucht, ist eher unwahrscheinlich. Putin bestellt die Leute lieber zu sich. Und da sind wir zurück in Österreich, nämlich bei einem Aspekt des Geständnisses von Thomas Schmidt, der meines Erachtens mehr gewürdigt werden sollte. Die drei Herrschaften, für die dieses Geständnis am unangenehmsten ist, sind Sebastian Kurz, Sigi Wolf und René Benko. Und die haben was Spezielles gemeinsam, nämlich, dass sie zusammen im Herbst 2018 einen Ausflug gemacht haben zu einem Mann, den der ehemalige OMV-Boss Rainer Seele in einem Chat zu diesem Besuch als den großen Chef beschrieben hat. Wladimir Putin. Man kann also sagen, Kurz, Wolf und Benko waren unsere drei Moskautiere, die sich bis zum großen Chef durchgekämpft haben. Warum Putin in den Chats als großer Chef beschrieben wird, ist nicht bekannt. Ebenso, warum es bei diesem Chefgespräch dann gegangen ist. Vielleicht wurde ja wieder, so wie Sigi Wolf schon einmal über seine Putin-Gespräche erzählt hat, über das Thema, wenn man nicht schwul ist, ist man nicht in, gesprochen. Wobei, scheint mir eher unwahrscheinlich. Ich wage nur eine Spekulation, nämlich was das Gastgeschenk gewesen sein könnte.
da tippe ich auf ein paar tausend Flaschen Wein vom Weingut des Hans-Jörg Schelling. Solche in den Chat-Protokollen bekannt gewordene Marketingmaßnahmen wie der Schelling-Wein hat mein heutiger Wein zum Glück nicht nötig. Im Gegenteil, Weine vom Weingut FX Pichler aus der Wachau sind immer sehr schnell ausverkauft. Wein & Co. hat sich daher flott den Riesling Ried Trum 21 gesichert und mir netterweise ein Flascherl zukommen lassen. Das volle Wachauer Riesling-Fruchtprogramm, Marille, Pfirsich und ganz feine Säure. Prost! Bewegte Zeiten also für den österreichischen Journalismus und ich frage mich, was sagt eigentlich der Doyen der Branche dazu? Am besten, ich frage ihn selber. Mein heutiger Gesprächsgast ist Paul Lendwey. Herr Professor Lendwey, Bundespräsident Van der Bellen hat angesichts der jüngsten Polizskandale in Österreich gefordert, so sind wir nicht. Wäre es nicht hoch an der Zeit für ein so sind wir nicht der österreichischen Medien? Naja, es gibt nicht so etwas wie österreichische Medien. Es gibt nur einzelne Klienten und einzelne Zeitungen und Medienunternehmen, die ja auch sehr vielschichtig sind, wie man auch im Zentrum in der Sendung, wo sie waren und ich angeschaut habe, man sehen durfte, nicht? Es gibt Medienunternehmen, die eigentlich am liebsten nichts vom Van der Bellen bringen würden. Und es gibt Medienunternehmen, die natürlich ausführlich berichten. Und dann gibt es solche Zeitungen oder vielleicht auch Sender, die das alles verharmlosen. Wie bewerten Sie die in der Vorwoche bekannt gewordenen Politikinterventionen beim ORF und bei der Presse? Es zeigt auch der Einfluss der Zivilgesellschaft, weil die beiden Herren haben zuerst nicht ihren Rücktritt erklärt. Nur dann, wenn sie entweder vor einer stürmischen Konferenz im ORF waren oder bereits schon gehört haben, dass die Kollegen nicht sehr enthusiastisch waren, als sie das alles gelesen. Der ORF-Redakteursrat fordert nun, dass der Posten des Chefredakteurs ausgeschrieben wird. Unterstützen Sie diese Forderung? Ich bin eine Außenstation. Ich mache nur das Europastudio ab und zu. Und ich bin nicht ORF, ich bin ein ORF-Pensionist, wenn Sie so wollen. Ob das ausgeschrieben wird, alle drei, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es wirklich stimmt, dass was den ORF selbst betrifft, die Korrespondenten und die Mitarbeiter, da gibt es schon starke Schutzeinrichtungen. Es ist was anderes, was den Stiftungsrat betrifft und was die politischen Parteien betrifft, die dorthin ihre Vertreter schicken. Und da habe ich sowohl von der FPÖ als auch zum Beispiel von der SPÖ Dinge gehört, die nicht sehr gut waren in den letzten Jahren. Und selbst jetzt noch, wenn man nicht in einer leitenden Position ist, spürt man, wenn die Leute kritische Kommentare nicht gutieren. Ich habe im Juni einen Artikel geschrieben im Standard über die Machtkämpfe in der SPÖ. Und dann haben mich zwei ehemalige Kanzler angerufen. Der eine war enttäuscht und ich habe dann ihm gesagt, ich bin auch enttäuscht von Ihnen. Der andere hat mir ein bisschen erklärt, was er eigentlich gemeint habe. Und dann, nächsten Morgen, 12 Stunden später, hat er mir ein langes SMS geschickt, dass er hat meine Kolumne wieder gelesen und er war unglaublich böse. Er hat gesagt, dass ich einen
Es ist ein zweitrangiges Intrigantenstück und das ist eigentlich ein Liebesdienst gegenüber seinem Vorgänger. Also ich kann nur sagen, sowas passierte mit mir in 50 oder 60 Jahren professioneller Arbeit noch nicht, obwohl ich nicht in einer führenden Position bin. Und das zeigt nur die Nachwehen dieser bodenlosen Arroganz bei den Spitzenpolitikern und nicht nur bei der FPÖ und der ÖVP. Was war denn früher anders? Wurde früher anders interveniert? Ich weiß es nicht. Bei mir kann ich Ihnen sagen, ich war Chefredakteur der Ostredaktion, ich war dann Intendant der Kurzwelle. Bei mir hat niemand interveniert und ich glaube, das hängt auch sehr davon ab, wie der Betreffende beurteilt wird, bei dem die Politiker intervenieren wollen. Zum Beispiel war früher einmal, vor vielen Jahren, die Wochenpresse und er hat einen Chefredakteur, glaube ich, Fleinig hieß, und der war so stark und so offen, dass obwohl das, glaube ich, der Industrienvereinigung oder Bundeskammer zum Teil gehörte, niemand konnte ihm reinreden. Also das hängt sehr viel davon ab, wie die Leute beurteilt werden vielleicht. Es ist gerade deshalb, weil in Österreich diese Wien, vor allem auf Wiener Parkett, diese Du und Du herrscht, ist das vielleicht interessant. Ich war zum Beispiel per Du mit drei ÖVP-Kanzler und obwohl man mir immer unterstellt hat, dass ich eher für die SPÖ bin und ich musste schreiben, als ich bestellt wurde, dass ich bei keiner Partei, nur bei dem ÖAMTC bin, wie jetzt auch, war ich auch mit Bruno Kreisky und anderen nicht per Du, Ranicki und so weiter. Also, und aber die per Du bedeutet nicht natürlich automatisch, dass der andere sich einmischen kann oder Bitten aussprechen wird. Ich habe zum Beispiel im ORF, wann immer ich jemanden haben wollte, von außen als Angestellter oder Mitarbeiter, ich habe große Kämpfe führen müssen manchmal, aber nicht im ORF, sondern mit dem Presseberater eines Kanzlers. Aber es hängt sehr viel von den Menschen ab. Dann sagt man vielleicht hinter vorgehaltener Hand, dass wenn es eine Frau war, dass er mit Elend war, ins Bett gegangen ist. Aber man kann die Unabhängigkeit, wenn man eine gewisse... Vielleicht in einem gewissen Alter, ich war immerhin vor meinem Wechsel zum ORF 22 Jahre Financial Times Correspondent, kann man eine gewisse, sagen wir, gewissen Schutz haben, eine Hülle. Was sagen Sie zu Pressesprechern, die versuchen, Fragen vorzuschreiben vor einem Interview? Also ich finde das unglaublich. Und ich finde das auch unglaublich, dass Leute ihre Telefone sozusagen vernichtet haben oder verloren haben oder neue Telefone genommen haben. Ich glaube, es war sehr, sehr gut, dass diese frühere Regierungsspitze, sagen wir, dass Sebastian Kurz mit seiner Mannschaft nicht da ist. Reinhold Mitterlehner hat mir vor einer Woche hier ganz offen erzählt, dass ihm die Gebrüder Fellner klar gesagt haben, wenn er positive Berichterstattung bei Ihnen haben will, muss sein Ministerium mehr bei Ihnen inserieren. Wird hier Pressefreiheit mit Erpresserfreiheit verwechselt? Ja, sicher. Ich habe nie Kontakte mit den Fellners gehabt. Einmal war er vor vielen, vielen Jahren, als er noch jung und schlank war,
bei mir bei einer Diskussion, als ich Intendant der Kurzwelle war. Sonst habe ich mit ihm nie Kontakte gehabt, war auch nie eingeladen, genauso wenig wie bei Kurz. Ich betrachte das, das ist, sagen wir, das Ende, wenn man so weit geht. HC Strache spricht am Ibiza wieder ganz offen über die geplante Orbanisierung der heimischen Medien, erwähnt dabei ausdrücklich Heinrich Pechiner, der für Orban schon die ungarischen Medien aufgekauft hat. Was ist da in Ungarn vor sich gegangen? In Ungarn, der Orban ist, ich darf das nicht laut vor meiner Frau sagen, weil dann ist sie sehr böse, aber er ist ein hochbegabter Schlawiner, ein zu allem fähiger Mann, der sofort erkannt hat, dass die zwei wichtigsten Sachen sind, nachdem er die Mehrheit durch Zufall bekommen hat, 2010, dass die zwei wichtigsten Sachen sind, das Verfassungsgerichtshof aufzufüllen und dienbar zu machen und die Medien zu kontrollieren. Das war der allererste Schritt. Und da hat er Helfer gehabt, wie hier in Wien einen früheren Bankier, den ich einmal auch getroffen habe, der für ihn gearbeitet hat und zum Beispiel gekauft hat pro forma, der einzige wichtige linksliberale Tageszeitung nebst Sabatschak, und dann ohne Grund eingestellt hat. Und bei diesem Mann war auch ein Board von Beratern sozusagen, wie bei großen Banken und Firmen gibt, geleitet von einem früheren Botschafter, der eher der ÖVP nahesteht, und Stellvertreter war ein früherer Geschäftsführer der SPÖ. Und sie haben diese Machenschaften dieses Mannes, den ja der Strache so namentlich gelobt hat, gedeckt. In welcher Situation befinden sich die ungarischen Medien nun? Es gibt keine ungarischen Medien. Es gibt nur Lautsprecher für Viktor Orban und für sein Regime. Jeden Freitag hat er eine Sendung des Bundeskanzlers, wo eine, in Anführungszeichen, Journalistin als Megafon, als Mikrofon dient und dort sagt er, was er will. Und außerdem sind alle Fernseh- und Rundfunksender in seiner Hand beziehungsweise in der Hand der mit ihm verbundenen oder ihm zu Dank verpflichteten Oligarchen, so dass es gibt zwei Kulturwochenzeitungen und eine Wirtschaftswochenzeitung, die unabhängig sind. Es gibt eine Tageszeitung, die zum Teil von Regime am Leben erhalten wird als Dekoration, als so ein Beweis, dass es Meinungsfreiheit gibt. Und es gibt Websites. Und da zum Beispiel gibt es auch reiche Leute, manche, sehr wenige, die für die Demokratie und den Liberalismus etwas übrig haben. Dieser Herr wurde jetzt wieder verhört und ich sehe nicht große Zukunft für seine Holdings. Aber jedenfalls, alles ist kontrolliert und gleichzeitig sagen sie, dass bei uns mehr Presse- und Medienfreiheit gibt als in Deutschland. Das ist sehr bizarr. Was die Ideologie betrifft, ist Orban ja maximal flexibel. Er hat als Liberaler begonnen, heute schwärmt er von illiberaler Demokratie und empört sich über Rassenvermischung. War dieser Schwenk reines Kalkül oder glaubt er das mittlerweile wirklich? Er ist ein zu allem fähigen Zyniker, ein hochbegabter Zyniker. Er verdankt alles dem aus Ungarn gebürtigen jüdischen Multimillionär George Soros, der ihm auch in Oxford ein Stipendium finanziert hat. Und dann wurde er Leiter einer Jugendpartei. Dann hat er gesehen, dass links von der Mitte keine großen Chancen gibt. Und zwei, drei Jahre später
wechselte die Linie. Ein paar Liberale stiegen aus seiner Partei aus und seitdem macht er diese Politik. Und einmal war er der jüngste Ministerpräsident und dann hat er die Wahlen verloren. Er hat 2 Wahlen verloren und er ist zurückgekommen. Das zeigt, dass er gelernt hat. Und dann die Tatsache, dass in Ungarn sehr leicht ein Zweidrittelmehrheit der Mandate, sogar mit 42% der Stimmen, geschaffen werden kann, das ausgenutzt. Er hat gesagt bei einem internen Auftritt, dass wir werden nur einmal siegen, aber dann groß. Und er hat dann alles getan, dass es nie wieder in Frage gestellt wird. Und es ist so, es ist heute das stabilste Hybridregime zwischen Demokratie und Diktatur in der Welt. Und das ist natürlich Kalkül. Er war sogar Vizepräsident der Liberalen International. Was im Unterschied zur ideologischen Ausrichtung konstant geblieben ist bei Orbán, ist seine solide Verankerung in der Kriminalität. Korruption, Zusammenarbeit mit international gesuchten Verbrechern und Betrug mit EU-Fördergeldern ist beim Orbán-Clan praktisch Family Business. Die Hoffnung, dass die ungarische Justiz da irgendwann aktiv wird, scheint aber eher gering, oder? Der Ungarn ist eines der Länder, die nicht in der EU der neuen Staatsanwaltschaft angehören. Also sie tun das auch jetzt nicht, als sie kämpfen um die Überweisungen aus unseren Steuergeldern, die bis zu 3, 4, 5% des Bruttosozialproduktes ausmachen. Und das ist ein Regime, das korrupter ist als jedes andere früher. Es waren sogar Diktaturen, wie die, sagen wir, Horthy-Regime. Aber Miklós Horthy war nicht korrupt. Es war sogar ein Kadar-Regime. Da hat er 300 Leute hinrichten lassen. Dann wurde er populär. Er war 30 Jahre an der Macht, aber er war nicht korrupt. Also er ist mit seiner Familie, mit seinen Freunden, es ist wirklich ein unglaubliches Reichtum, zum Beispiel ein Gasinstallateur aus einer kleinen Ortschaft, wo zufällig Orbán geboren ist, ist heute eine Milliarde Euro, der zweitreichste Mann in Ungarn. Und das hat er einmal gesagt, das sagt er nie wieder einmal, dass es verdankt seinem Fleiß, dem lieben Gott und dem Ministerpräsidenten. Gleichzeitig gibt es eine Steuerbekenntnisse der Abgeordneten. Da steht er nur mit der Hälfte der Wohnung, kleine Wohnung, die er in Budapest mit seiner Frau hat. Welche Funktion hat der Mészáros in diesem Orbán-Clan-System? Der Mészáros ist ein Privatmann. Er war, Lőrinc Mészáros war, so heißt dieser reichste Mann Ungarn, der war nur Bürgermeister, unter merkwürdigen Umständen geworden. Sein größter Rivale hat einen Autounfall gehabt in dieser Heimatstadt, Geburtsstadt, das ist ein Kaff von Orbán. Und jetzt hat er es auch aufgegeben. Ja, sogar sich scheiden lassen. Aber das alles spielt keine Rolle. Wie groß ist der Schaden, den Orbán im ungarischen Justizsystem schon angerichtet hat? Kann man nicht einmal abmessen. Es gibt noch ehrliche Richter, aber die haben die größten Probleme. Sie werden unter Druck gesetzt. Verfassungsgerichtshof ist ein Mittel, ein Werkzeug de facto des Regimes. Der Präsident, jetzt eine Präsidentin, ist eine brave und verlässliche Dienerin des Regimes. Der Präsident des obersten Gerichtshofs war nicht einmal ein Richter, sondern im Justizapparat war tätig. 8 von 9 Richterinnen einer Gremium waren gegen ihn, aber das Parlament hat mit 2-Drittel-Mehrheit ihn bestellt. Also das kann man nicht einmal abmessen.
Ungarn ist eben nicht nur eine Führerdemokratie, sondern auch ein postkommunistischer Mafiastaat, der allen anderen EU-Staaten viel Geld gestohlen hat. Mir scheint, das ist vielen Menschen in Österreich gar nicht so richtig bewusst, oder? Wissen Sie, es gibt einen Spruch von Friedrich Nietzsche. Nicht dann ist es schwierig, die Wahrheit zu sagen, wenn das gefährlich ist, sondern wenn das langweilig ist. Und dass Orbán in diesem Sommer mit militärischen Ehren von Kanzler Nehammer empfangen wurde, ist für mich unverständlich. Ich erinnere mich an eine TV-Diskussion, bei der Strache und Sebastian Kurz darum gerittert haben, wer einen noch besseren Draht zu Orbán hätte. Wie konnte das so weit kommen? Ja, das war wahrscheinlich, dass die FPÖ hat bekanntlich auch sehr enge Beziehungen noch zur Staatspartei Wladimir Putins. Und anscheinend haben sie einen sehr guten Draht zum Orbán gehabt. Er hat nämlich einmal in einer Pressekonferenz, so in einem Nebensatz gesagt, als er hier war, vor, weiß ich nicht, 5 Jahren und 6 Jahren, und da war noch, glaube ich, der Mitterlehner da, und da hat er gesagt, man hat ihn in der ÖVP gebeten, er soll nicht mit der ÖVP, mit der FPÖ Kontakt aufzunehmen. Aber dann kamen die FPÖ, die 3 oder 4 führenden Leute, sogar zur ungarischen Botschaft. Er hat zuerst diese österreichischen Spekulanten empfangen, der ihm dann die Medien ausgeliefert hat, und nachher kam die FPÖ-Riege. Und Kurz war begeistert von Orbán. Übrigens, sein sozialdemokratischer Vorgänger war auch recht beeindruckt am Anfang, aber er blieb ja kurze Zeit. Wie haben Sie Sebastian Kurz erlebt? Ganz, ganz interessant. Ich habe ihn erlebt in Göttweig. Ich leitete 25 Jahre lang dort das Europaforum. Da wurde er Staatssekretär, ein sehr höflicher junger Mann. Überwiegend hat er sich mit seinem Handy, beschäftigt. Dann wurde er Außenminister. Dann hat er einmal nicht wollen, dass ich ihn einführe. Das gehörte zu meiner Stellenbeschreibung als Moderator, dass ich versuchte, ein paar, sagen wir, Anekdoten oder erzählen oder irgendwie die kommenden Leute vorstellen. Und da wollte er zu meiner Überraschung nicht, dass ich ihn überhaupt etwas zu ihm sage. Wie würden Sie die Ära Kurz historisch einordnen? Historisch würde ich sagen, das war seit 1945 innerhalb Österreichs potenziell die gefährlichste Herausforderung. Weil? Es war ein perfektionierter Apparat der Medienkontrolle. Message Control. Message Control, ja. Und wenn Sie bedenken, wie viele Leute Bruno Kreisky oder selbst noch Wolfgang Schüssel um ihn herum für sowas gehabt hat, für Kontakte für Journalisten. Und was dieses Kurzregime, 38 und alles Mögliche, es ist unfassbar, was da war. Und vor allem natürlich nicht der türkis-grünen Ära, sondern während der Koalition mit den Blauen. Das hätte wahrscheinlich sehr, sehr gravierende Folgen gehabt, nicht nur im ORF, aber auch bei anderen Zeitungen und darüber hinaus auch im gesellschaftlichen und politischen Bereich. Wenn Sie denken, dass alle 3 Geheimdienste der FPÖ ausgeliefert wurden,
dass die Nationalbank von einer FPÖ-freundlichen Herrn übernommen wurde. Also wenn Sie das bedenken, und das war nur der Anfang, was noch da gewesen wäre, dann glaube ich, ist es nicht übertrieben zu sagen, dass es die gefährlichste Sache war, viel gefährlicher als Jörg Haider, den ich ganz gut gekannt habe. In Ihrem neuen Buch Vielgeprüftes Österreich berichten Sie unter anderem, dass Wolfgang Schüssel 2010 den Kontakt zu Ihnen abgebrochen hat wegen Ihrer Orban-kritischen Haltung. Wie ist es dazu gekommen? Es war nicht abgebrochen. Ich habe ihn seitdem 2 oder 3 Mal getroffen. Aber es war merkwürdig. Es war, vielleicht werden Leute glauben, dass es Eitelkeit ist. Da hat er einen runden Geburtstag gehabt, glaube ich 70, wenn ich mich richtig erinnere, mit 600 Leuten. Und ich wurde nicht eingeladen. Und dann habe ich ihn sogar angerufen. Wir sind per Du, so weiter, nachdem ich ihn und die Regierung gegen ungerechtfertigte Angriffe aus den anderen EU-Ländern verteidigt habe, mit Hinweis auf die Heuchelei in Frankreich oder in Italien, wo Postfaschisten in die Regierungen waren, nicht zur Verteidigung der Koalition, war eine nähere Beziehung zwischen uns entstanden. Und jetzt habe ich ihn angerufen, wieso? Und er hat gesagt, er hat das nicht zusammengestellt. Und dann hat er auch bei der Europäischen Rundschau, wo er war in verschiedenen wichtigen Positionen, keine Zeitungen bestellt und so weiter. Und dann wurde ich auch nie eingeladen bei der Gesellschaft für Außenpolitik und so weiter. Aber er hat mich einmal gefragt, als er Mitglied war in der Kommission, 3 frühere Ministerpräsidenten oder Kanzler von der EU eingerichtet. Und ich habe ihn auch getroffen. Und ich habe ihn nie gefragt persönlich, dass, warum er mich sozusagen Anführungszeichen gesellschaftlich und beruflich fallen ließ, aber er hat mich immer empfangen und ich habe ihm auch gefragt, wie viel er vor seiner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat einer russischen Ölfirma bekommt, und haben wir sehr freundlich gesprochen, aber ich habe nie über die Gründe für diese Abkühlung der Beziehungen gesprochen, aber das hängt damit zusammen, dass er auch in dieser Dreierkommission Orban immer verteidigt hat. Und auch heute noch in Gesprächen, ich habe eins gesehen im Fernsehen in Deutschland, und da hat er auch die Polen und die Ungarn verteidigt. Und ich glaube, es war, dass er hat nichts vergessen, dass Orban ihn, als die EU diese Maßnahmen, die eher nur protokollarisch waren, gegen Österreich nach der Bildung der schwarz-blauen Koalition ergriffen hat, ihn in Ungarn mit eher militärischen Ehren als junger Ministerpräsident empfangen hat. Und das hat er nicht vergessen. Und seitdem waren anscheinend die Beziehungen enger. Und dann hat er auch eine engere Beziehung durch seine verschiedenen Posten, die lukrativ waren natürlich auch, vielleicht auch zu Putin-Regime war die Verbindung enger geworden als früher. Dieses Verhältnis zu Putin, dieses Gute, hat ja auch der Viktor Orban, spielt dabei möglicherweise eine internationale Gauner-Solidarität eine Rolle? Vielleicht unterschätzen wir die Bedeutung des Geldes. Es ist immer interessant, wenn man das sieht, wie Politiker von Schröder angefangen, auch in anderen Ländern, auch in frühere französische Ministerpräsident, auch Netanyahu in Israel,
bereit sind, obwohl sie gut leben könnten, noch besser zu leben. Wie beurteilen Sie den Umgang der österreichischen Politik mit Wladimir Putin? Ich glaube, der Bundeskanzler ist nicht gut beraten durch den früheren umstrittenen Bild-Chefredakteur, dass er nach seinem Blitzbesuch in Kiew nach Moskau fuhr, oder dass Orbán hier, wie gesagt, mit militärischen Ehren empfangen wurde, dass man immer wieder diese Geschichte sagt, Verhandlungen, und vergisst, dafür ist es wichtig und unentbehrlich, dass beide Partner lebensfähig sind und unter den derzeitigen Bedingungen ist die Ukraine nicht lebensfähig, wenn nicht von der Amerikaner und der EU unterstützt wäre. Und die FPÖ hat diesen Vertrag. Sie sagten, es ist abgelaufen, aber anscheinend wurde nicht gekündigt. Sie reden über ihre Kontakte mit dem Putin-Regime, als sie ein Haupt- und Untermieter wäre mit dem Hauptmieter oder mit der Wohnungsbesitzer in dieser Art. Und dann haben sie die einzige Partei, die eine klare Haltung hat, sind die Neos, die von mir persönlich wegen seiner persönlichen Anständigkeit geschätzte Pamela Rendi-Wagner ist sehr zurückhaltend bezüglich Russland, und es ist ein Fehler. Vielleicht hat sie schlechte Berater, auch ihr Mann ist im Außenministerium. Aber ich wünschte, dass alle vier Parteien so klare Haltung einnehmen, wie in dieser Frage mein Reisinger. Das letzte Kapitel Ihres Buches heißt Österreich 2022, ein betrübliches Sittenbild. Worauf basiert dieses Fazit? Das basiert auf die 330.000 Chats, die von Mobiltelefon von Thomas Schmidt bekannt geworden sind, und die Reaktionen darauf. Und die Reaktionen darauf, dass man immer über die strafrechtlichen Folgen spricht. Das ist ja unglaublich. Ein österreichischer Spitzenpolitiker, ein Minister muss chemisch rein sein. Es ist unmöglich für ein kleines, neutrales Land, dass man damit spekuliert, dass es lange dauern wird, wie zum Beispiel beim Grasser. Und dann hat man noch die Frechheit zu sagen, warum dauert es so lange, als die sehr hoch honorierte Anwälte beschäftigen, um diese Sachen in die Länge zu ziehen. Also es geht nicht darum, dass die Richter oder die Staatsanwälte so faul sind, sondern es gibt viele Möglichkeiten in einem Rechtsstaat zu appellieren. Und das nützen sie natürlich aus. Und das ist einfach unglaublich, wenn ich oder Sie 400.000 Euro in Banknoten aus der Schweiz bringen würden und das ohne Bestätigung bei einer befreundeten Bank hier abgeben, sie würden darüber ein Kabarett schreiben, nicht? Das ist ja unglaublich. Und bei diesem Mann hat er gesagt, dass seine Schwiegermutter wollte seine Fähigkeiten probieren, nicht? Und er greift sogar die Justiz an. Und das haben sie jetzt auch bei diesen Untersuchungsausschüssen. Es kommen unglaubliche Dinge hoch. Und das muss und das darf nicht in eine liberalen Demokratie passieren, wenn dann die Leute wirklich die Demokratie abschreiben und sind willige Helfer jener, die eine Autokratie errichten möchten. Was müsste in Österreich passieren, damit es wieder besser wird? Es sollten solche Leute an der Macht, in der Regierung oder an der Regierungsspitze sein, die persönlich integer
und fähig sind. Es genügt nicht, integer zu sein, und es ist ganz schlimm, wenn man fähig ist, aber nicht integer ist. Also es ist weniger gefährlich, wenn jemand anständig und nicht so fähig ist, als wenn jemand fähig ist und überhaupt nicht anständig. Aber das reicht nicht aus. Ich glaube, es sollten solche Personen an der Macht sein oder Regierung bilden, die auch international fähig sind und persönlich nicht verdächtigt werden können. Und das ist natürlich nicht einfach. Und wegen dieser Ereignisse und wegen der Medien und wegen der sogenannten sozialen Medien sind natürlich Politiker unter einem Vergrößerungsglas. Und es ist schwieriger, begabte junge Leute für die Politik zu gewinnen als für eine Firma. Aber jedes Land, jede Demokratie braucht anständige und fähige parlamentarische Vertreter. Sind Neuwahlen wünschenswert? Jetzt wünsche ich mir keine Neuwahlen, weil das könnte sogar die FPÖ gewinnen. Ich wünsche mir, dass diese Regierung unter dem stärkeren Einfluss der Grünen in den nächsten 2 Jahren doch einige positive Schritte tut. Und ich wünsche mir, dass die SPÖ wirklich sachlich Alternativen präsentiert und Randy Wagner bessere Berater hat. Und ich wünsche mir auch, dass die kleine Partei, mehr Anerkennung findet. Und ich wünsche mir auch, dass die FPÖ endlich die FPÖ-Führung begreift, dass das nichts bringt à la longue, wenn sie diese Politik weiterführen. Ich bin auch ein Anhänger der Zusammenarbeit. Ich habe zu oft gesehen in der Welt, wie große Volksparteien zugrunde gehen. Ich möchte keine italienische Entwicklung. Also es ist nicht lustig, aber ich hoffe, dass Österreich auch diese kritische Phase dank uns, dank den Journalisten und dank den ehrlichen und begabten Politikern, es gibt auch solche, überwinden will. Das sind lauter sehr gute Wünsche. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass Sie auch wieder ein Buch noch zur Lage schreiben. Hat dieser Wunsch Aussicht auf Erfüllung? Es kommt. Das wäre mein 20. Buch. Aber es kommt nächstes Jahr, hoffe ich. Ja, dann schau, so schnell geht's mit der Wunscherfüllung. Ich sage dazu wie immer, möge die Übung gelingen und danke für das Gespräch. Danke für die Einladung. Alles Gute für Sie. Das war die 67. Folge von Schäuber fragt nach, ob es wenigstens beim ORF Hoffnung gibt, dass das von politischen Interventionen geschaffene Sittenbild künftig weniger betrüblich aussehen könnte. Darüber spreche ich nächste Woche hier mit Claudia Reiterer. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.